Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spannend ran drauf, auf, ab, babalapa, kuckuck. Aber ich... Abakadabra, palabra, palabra. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Puh. So, Gold ist wohl auf, wir auch wieder, aber sie hat wohl einen schweren Schlag auf die Rübe gekriegt, die Arme. Und ja, jetzt müssen wir ihren Verlobten kontaktieren. So, aber wie machen wir das am blödesten? Kontaktiere Cletus. Können wir nochmal mit ihr reden? Kontaktiere Cletus. Okay, also nicht. Puh. Gizmo ist Gizmo, Arzt, Polizist an meinen besten... Ja. Wechsel der im Sekundentakt. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Ophos. Tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir weh tut, ist, dass ich immer noch in diesem Kaff festsitze. Was ist denn nun mit Goal? Goal muss zurück nach Elysium. Ich will einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Ja. Feuer! Unmöglich! Sie haben eine... Ja, das war mein letztes Arbeit und ich glaube... Ich glaube... Okay, das hatten wir schon. Doch kein Notfall. Könnten Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein! Aber... Nein! Menno! Oh Mann! Warum habt ihr denn hier kein Vertrauen in mich, sag mal? Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Boah, okay. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Ich komme wieder, keine Frage. So, ab in die Gasse. Boah, wie kriegen wir jetzt Kontakt mit dem Verlobten hin? Boah. Über Funk haben sie gesagt. Vielleicht können wir da irgendwie so einen Fernsprecher kapern oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle speichere ich mal kurz ab. So. Na komm. So. Oh, wo können wir... da können wir nicht rein. Da wohnt El Vencelino. Tonis Laden wird uns nichts mehr bringen, schätze ich. Dann nochmal ab ins Rathaus. Sitzungssaal. Ach nee. Das ist ja ein sehr tätiger Bürgermeister. Also wirklich, ja. Ah, und wir können den Trichter, glaube ich, wieder einsammeln. So, dann... Und die Kammer ist schön ausgebrannt da hinten. Mei, toll. Mein Trichter mit. Er ist und bleibt ein Penner. Ja, genau. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Ah, das war mal ein dezenter Witz. Vielleicht können... Oh, lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. So, können wir dem lieben Herrn Bürgermeister da noch was Gutes tun? Versuch das ja nicht. Schön. Können wir
da noch was? Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Ja, er hat einen Espresso. Ich wette, er wäre immun dagegen. Gegen das Teufelszeug? Machen wir ihn doch mal Feuer unter dem Hintern. Versucht es ja nicht ohne ihre eisige Kopf ab. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Boah, bist du auch kein richtiger Bürger. Außerdem würdest du ja wahrscheinlich sowieso nicht hingehen. Können wir es einschalten? Oh, ich wollte es jetzt eigentlich einschalten, um sein schönes Geschnarche über das gesamte über die gesamte Ponia zu senden, wenn ich denn ein Funkgerät hätte. Aber, naja, so geht's auch. Und genau, Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Ah. Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Bürgermeisteruhr und... Ja, das funktioniert. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Jedes Amt Lottie. Braucht eine gute Seele. Ja, vielleicht sollte man es auch dem Hallo, Bürgermeister Lottie. Mal sagen. Du schon wieder? Du schon wieder? Von wo aus kann ich einen Funkspruch machen? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ach, Lotti mit der schönen... Was ist denn das für einer? Hallo? Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Hallo? Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Geil. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Schön. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren drei Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Oh, schade. Ich würde gerne selber ein Privatgerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen?
Toni zahlt für mich. Schön. Da kommen so einem richtig schöne Erinnerungen, wenn man an einen Provider wechselt, wenn man den mal einen gemacht hat. Ah, das ist immer so schön. Dann geht's E-Net nicht, dann geht alles nicht, dann geht's Telefon nicht. Und wenn dann mal alles funktioniert, dann crasht es gleich nach ein paar Darf Wochen ich in den Tresorraum? Darf nur ich mal schnell über in den Tresorraum? Meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Das wollte ich auch ganz gerade sagen. Was ist denn das für ein Kratzen? So langweilig. Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Was? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkastenkatzen, wie geil. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Schön. Ich glaube, da werden ein paar Sprecher sehr viel Freude bei der Aufnahme gehabt haben. So nach 125 der X, bis da das endlich einmal hingebracht worden ist, dass da kein Knoten in der Zunge drin war. Seht ihr, das meine ich. Das ist so schön. Das ist, Mann, bist du herrlich. Langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn es dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Boah. Du hast also du ein hast Faible für also Knickerfolie. Ein Faible für Leider Knickerfolie, brauche hä? Ich und das. Bis später. Ja, okay. Gut, bis später. So, okay, das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir mit den Aufklebern, mit den Coupons. Ich untersuche hier gerade, während ziehen wir mal kurz den Bildschirm. Klappe, klappe, klappe. Dass wir währenddessen mit den Coupons irgendwie ein Paket verschicken und das dann überfrankieren, damit der seine Knickerfolie hat oder wir da rankommen, ihm nicht geben können und das wird dann irgendwie. Können wir da. Funkgerät. Fehler. Können wir da vorbei? Dann halt nicht. Nö. Schade. Naja, dass wir dann halt irgendwie schauen bitte, müssen. Nee. Bis später. Bis später. Ja. Klappe. Okay. Man lässt eine Katze die Briefmarken werden. Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Alles klar. So, Fehler, was ist das hier? Fehler. Ersatzkatzenschublade. Dann halt. Ach, da können wir. Okay, da können wir. Was war jetzt gerade los? Ich speichere nochmal lieber kurz.
mit der F9. Hä? Geht das jetzt gerade gar nicht? Moment, dann speichere ich lieber noch mal normal. Nicht, dass mir da noch was abschmiert hier. Das wäre nicht so günstig. So, tun wir mal den alten Spielstand hier überschreiben. So, dann auf in den Heuchposten. Er sieht ziemlich relaxed aus. Mal ein bisschen lauschen. Ah, Telefonist. Hey, huhu, hallo. Oben hängt ein Teddybär an der Leitung. Schön. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Was macht die Arbeit? Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Das ist doch... Wo kann ich denn jetzt funken? Kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, von wo aus extern. Kann ich denn dann funken? Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders.